Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Dreadout. So, ja, wir haben nach gestern jetzt eine Aufnahmepause gemacht, deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Speicherpunkt da haben. Da hinten ging es überhaupt nicht weiter, ne? Ne, da gab's nichts. Da kommt man nicht durch, das ist wieder so eine professionelle Absperrung. Linda kann nicht einfach über ein kaputtes Fass steigen. Dann müssen wir tatsächlich zu unserem freundlichen Geistermädchen da. Oder wir gehen erstmal hier lang. Hallo, ich bin's, die Linda. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Na, ihr alten Fleischsäcke. Es erinnert mich gerade echt ein bisschen an Resident Evil. Schnubeldubeldu. Schnubeldu. Es sieht nach irgendwelchen gefährlichen Flüssigkeiten aus. Ich denke, ich kann das als Waffe benutzen, aber ich kann das nicht so lange mit mir rumschleppen. Ich sollte das schnell benutzen. Okay, hier kann ich mich wieder verkriechen. Wenn ich das denn muss. Ja. Ach, mit dir kann ich... Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Hallo? Na? Geht's gut? Toll, das hat ja gut geklappt. Nee, lass das mal. Blenden kann ich dich auch nicht, nehme ich an. Ey, doch, ich kann dich blenden. Was ist da los? Ich wollte eigentlich noch mit dem Mädel da quatschen. Aber ging ja nicht. Habe ich jetzt aus Versehen wieder... geschafft, weiterzukommen? Die anlagte Door. Ja, schön, dass ich die Door anlagt habe. Jetzt geh weg, du blöde Einblendung. Und dann... gehe ich irgendwo hin. Ach, hier sind wir. Wir sind einmal im Kreis gerannt. Schön. Das hat sich ja gelohnt, würde ich sagen. Mann, Mann, Mann. Also, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Das muss ich ehrlich mal sagen. Ich hoffe, das wisst ihr. Da ging es jetzt auch nicht. Nee, das war ja nur das Ding mit dem Fass. Kleines Geistermädel, was ist denn jetzt mit dir? Und hier brauche ich irgendwas, um das Ding loszukriegen. Das funktioniert gerade noch nicht. Vielleicht aber so? Nee, das geht nicht. Schätzchen? Papa mag nicht, wenn ich mit meinen Spielsachen spiele. Der hat es irgendwo hier versteckt. So traurig. Vielleicht sollte ich Fluffy in mein neues Spielzeug verwandeln. Nee, Kleine, lass mal. Gesichtsloses Biest, du. Ja, nun, also, ich wollte eigentlich diese dämlichen Chemikalien auf den Typen draufwerfen, wie ihr gesehen habt. Oh, so, Mann, wieso kommst du denn da jetzt auf einmal rausgeschissen? Da kann ich nicht ran. Oh Gott, ich kann mich auch nicht verstecken. Warum kann ich mich nicht verstecken? Lizzie lacht sich hier halb tot. Nein? Lizzie lacht sich doch nicht halb tot? Ich habe mich vielleicht auch erschreckt. Ach so. Vielleicht hat sie sich auch nur erschreckt. Was haben wir hier? Ach. Anstrengend sowas. Und sonst? Was gibt's hier sonst noch? Wir haben das Ding jetzt da aufgeschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass wir den Typen töten müssen. Oder dass wir ihn zumindest töten müssen, falls wir ein... Ah, okay. Dann gehen wir halt da lang. Und da kommen wir nicht durch. Ich kann mir vorstellen, dass wir ihn töten können. Und dann würden wir einen Ghostpedia-Eintrag bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. War zumindest im ersten Teil so, dass man nicht alle Gegner besiegen muss. Aber wenn man es geschafft hat, hat man die... Ja, hat man einen Ghostpedia-Eintrag bekommen. Ob das jetzt so ist, dass wir den unbedingt brauchen, ist die andere Geschichte. Aber, ja... Und hier haben wir wahrscheinlich das Zeug, um... Hat das geklappt? Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Wahrscheinlich eher nicht. Ich brauche irgendwas, um...
Davon abgesehen, dass der Raum hier stinkt, aber... Ach nee, das sind irgendwelche komischen Sporen, die jetzt in der Luft liegen. Das ist Iba. Und was habe ich jetzt gekonnt, jetzt wo die Sporen hier in der Luft sind? Nischt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das irgendwas bringt. Ich kann ja auch mich nirgendwo mehr verstecken. Also ich glaube, ich bin darauf ange... Boah, Lena, wie geht's mir auf den Sack, hör auf zu husten. Atme einfach nicht mehr. Mache ich auch nicht. Hallo. Hallo, ich kann nicht anleuchten. Wisst ihr was? Ich lasse mich jetzt umbringen. Ich lasse mich jetzt ganz einfach umbringen. Ja, komm. Komm. Bring mich um. Dann spawnen wir nämlich nochmal da, wo wir die Folge gerade eben angefangen haben. Und dann kann ich mich auch nochmal richtig umschauen. Dann schmeiße ich das Zeug vielleicht nicht daneben. Dann kann ich vielleicht auch irgendwas machen. Ich war gerade einfach nur verwirrt. Ich wusste nicht, was ich hier zu tun habe. Ich habe irgendwas getan, wie ihr gesehen habt. Ich habe diese komischen Sporen aktiviert. Aber was das jetzt im Endeffekt gebracht hat... Oh nein, hier war der letzte Checkpoint. Ach, fick dich doch, Spiel. Nee, das gefällt mir nicht. So. Den schmeiße ich dir ins Gesicht. Das schmeiße ich dir auch ins Gesicht. So, jetzt renne ich hier so ein bisschen. Run, Boy, run. Der ist noch hinter uns her. Du musst das hier aufschließen. Und musst dich ein bisschen beeilen. Und musst das hier aufschließen. Und musst dich da auch ein bisschen beeilen. Ja, na klar, oder der schnappt mich halt einfach. So, das nächste. Der sieht schon echt nicht mehr gut aus. Schnauze, Doktor! Schnauze, Doktor! Kein Bock auf dich! So, neuer Geistpedia-Eintrag. Ob das jetzt so gesund ist, dass wir hier diese ganze grüne Blöre machen, das... Oh, guck mal, da ist das Kind. Wollen wir doch mal schauen, wen haben wir denn hier? Der Eingeweide-Chirurg. Vor Jahren war da ein Chirurg, der besessen war, seine perfekten operativen Fähigkeiten mit illegalen Prozeduren zu erweitern. Seine Obsessionen sind dunkler geworden, als er es an seiner eigenen Frau und seinem Sohn ausprobiert hat und seltsame Experimente ausgeführt hat. Und ja, als Ergebnis sind beide an grotesken Nebeneffekten gestorben. Der Chirurg wurde dann gefangen genommen und gerichtet von seinen Autoritäten, und später ist er dann an irgendwelchen Gründen gestorben, weil incarcerated, während er incarcerated war. In der gestörten Realität ist seine ruhelose Seele ja geschunden worden und wiedergeboren als der Eingeweide-Chirurg. Und jetzt ist er im Krankenhaus und fährt mit seinen Experimenten fort. Gut. Also, ich glaube, das war so wesentlich besser, mich da nochmal umbringen zu lassen, weil erstens haben wir jetzt nicht so viele von diesen Dingern. Aua. Okay, das macht also immer noch Aua. Und das kann ich jetzt mitnehmen? Das sieht sicher aus, es rumzutragen. Ja, eigentlich wollte ich noch mit dem Ding da quatschen. Was ist das? Aua. Ist ja in Ordnung. Ich weiß nicht, was Papa werden wird, aber... ich habe keine Ahnung. Fluffy könnte mein Spielzeug finden. Letztes Mal hat sich das Pendel bewegt, als ich gespielt habe. Und Papa hat mein Spielzeug in irgendein hängendes Stück Fleisch gesteckt. Ich glaube, Pendulum ist nicht das Pendel. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ja,
wie gesagt, ich glaube, das war jetzt besser, als jetzt nochmal komplett außen rumrennen zu müssen, um den Doktor hier irgendwie loszueisen und dann das Zeug, von dem wir sowieso schon 3 verschossen haben, weswegen schon alles grün war. Ja, nee. Ist, glaube ich, besser so. Warum ist hier jetzt eigentlich alles sporig? Oh, hallo. Na? Bist du das Spielzeug? Oder bist du das Spielzeug? Ich huste erstmal noch ein bisschen. Okay, das tickt jetzt einfach. Ich weiß, dass ich nicht das klügste Mädchen bin, aber... Wie funktioniert das hier überhaupt? Woher soll ich das denn wissen? Muss ich das anleuchten? Ach, falsche Taste. Nö, was muss ich denn drücken? Oder haben wir jetzt einen neuen Bereich freigeschalten? Oh, hi, na? Lass mich mal durch. Danke. Warte, ich muss mal erstmal husten. Leute, ich weiß, es... Ach, ehrlich, Linda, jetzt? Also ich weiß, Husten kann man manchmal echt schlecht unterdrücken, aber... Was ist da passiert? Leute, was ist da passiert? Wie sind die explodiert? Hust, hust, hust. Kann ich jetzt mit dir reden? Ich meine... Plötzlich anleuchten. Ach, aber sie kann noch fokussieren, während sie leuchtet. Das ist... Komplett... Ernsthaft? Das stört dich nicht? Das stört dich gar nicht? Junge, ich wollte doch nur fokussieren. Guck, so wollte ich das machen. Okay, und hat das Zeug jetzt aufgehört da hinten, oder? Ah, ihr Spielzeug. Eine Axt. Das ist ihr Spielzeug? Die Axt? Ich wette, das ist die Axt und nicht der Teddybär. Ratte! Oh Gott, die ist langsam. So. Attacke! Ja, na klar. Boah, also so ausrichtungsmäßig ist Linda echt scheiße. Attacke! Ins Gesicht! Ciao. Ich frage mich immer noch, wie der eine, der explodiert ist. Na? Auf Haarschnutze. Na klar. Aber warum braucht Linda denn für den ersten Schlag so lange? Ist der tot? Ja, der ist tot. Okay. Gut. Das Vieh ist tot. Das Vieh ist tot. Jetzt sehe ich rot, denn das Vieh ist tot. Was ist das da hinten? Hast du irgendwelche Probleme? Oh, der Doktor ist wieder da. Ey. Ey, nerv nicht. Alter. Darf ich auch mal irgendwas machen? Arschloch. So. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass ich Dreadout wieder möchte. Ich meine, es macht zwar gar nicht mal wenig Spaß hier mit der Axt gegen diese Viecher zu kämpfen. Aber ich will fotografieren, ich will Geister bändigen, ich will nicht mit einer Axt drauf einprügeln. Kann ich die überhaupt töten? Ich meine, er blutet ja, also... Es sieht gut aus. Ich glaube, er ist tot. War das jetzt sein wahres Gesicht oder war das... Ich weiß nicht. Kann ich das jetzt kaputt machen? Nö. Wo ist das Kind jetzt?
Okay, ich kriege erstmal Kopfschmerzen. Ich habe wahrscheinlich zu viele Sporen eingeatmet. Passiert. Gerade in Krankenhäusern ist die Spornbelastung sehr hoch. Dankeschön. Jetzt kann ich auch ein Fluffy sein. Wir haben ein Geistermädchen zu einem Fluffy verwandelt. Und wir winden uns... Habe ich schon mal I erwähnt? Ich glaube, wir haben den zweiten Akt durchgespielt. Kann ich mir gut vorstellen. Hallo? Ich bin's, Linda. Mir geht's gut. Warum habe ich mich nochmal umgezogen? Und du wunderst dich nicht, dass ich jetzt hier bin? Nein? Okay. Schick hier. Ich bin im Schwarz-Weiß-Land. Hallo, ich bin's, Linda. Gut, Arzt ohnmächtig wegen uns, nur weil wir da rausgekrochen sind. Hallo? Ärzte können sich auch mal täuschen. Außer die beste Band der Welt. Ja. Da, genau. Errungenschaft freigeschaltet. Manche Wunden heilen niemals. Kapitel 2 abgeschlossen. Und wir haben inzwischen rausgefunden, es gibt 6 Kapitel. Das wissen wir. Möchtest du auch... Dankeschön. Nett von dir, Mr. Ladebildschirm. Notizen updated. Was sagen unsere Notizen denn so? Es ist ein langer, seltsamer Tag. Ich sollte nach Hause gehen und ein Nickerchen machen und mich erstmal ausruhen. Okay. Ich finde es auch gut, dass niemand den Schulschlüssel oder den Krankenhaus-Hauptschlüssel braucht. Finde ich sehr gut. Ich meine, warum auch? So, wo ich jetzt aber erstmal hin möchte, bevor wir nach Hause gehen, was auch glücklicherweise gleich auf dem Weg liegt, und wir kriegen auch langsam unsere Farbe zurück. Die ist immer noch nicht wieder da. Ihr danzt cool ab. Da sind Leute aus der Schule. Hallo, Leute aus der Schule. Nein? Du siehst voll aus wie ein Affe. Meine Fresse, was ist mit dir passiert? Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Habe ich das gesagt? War das böse? Nein, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht zu böse. Ein bisschen böse ist gut. Außerdem ist das Spiel hier ab 18. Also regt euch nicht auf. Ich hab jetzt gesagt, ich bin nicht aggressiv. Ich gehe nur nach Hause. Schuppidupidupidu. Ich kaufe mir vielleicht noch ein paar Erdnüsse vom Erdnussmann. Sunstrike. Das ist ehrlich gesagt keine gute Werbung, wenn man auf dem Bild keine Pupillen erkennen kann. Also wenn ich Sunstrike, werde ich gruselig. Ja. Das ist, glaube ich, das Wort, was es am besten trifft. Hallo? Seid ihr meine Schulfreunde? Ich weiß... Ey, wisst ihr schon diese gruselige Sache über unsere Schule? Ey, meint ihr das Geistermädchen-Gerücht? Nein, die ist real, Bro. Ey, das sind so viele seltsame Zufälle und Vorfälle in unserer Schule, seitdem es dieses Gerücht gibt. Sogar jetzt ist Mr. Marmot, der hat alle späten Stunden gecancelt und auch außerschulische Aktivitäten. Ah, so schlimm also. Ja, Bro, ich und die anderen Jungs, wir wollen heute Ghost Hunten gehen, also Geisterjagd gehen. Wollt ihr mitkommen? Ich weiß nicht, Bro. Du weißt, meine Mutter, die will, dass ich nach Hause und... Was? Du bist jetzt schon ausgehühnchend? You chickened out. Das ist eine Sache, die du, glaube ich, nicht 1:1 ins Deutsche übersetzen solltest. Hey, du bist so langweilig, Bro. Notizen abgedatet. Notizen abgedatet? The ghost girl rumor. Lots of kids at the school are fussing about it. Maybe I should come to school tonight to see what all the fuss about.
Okay, also wenn es Nacht ist, sollten wir mal die Schule besuchen. Ist das jetzt so eine Art Nebenquest? Gibt es hier Nebenquests in diesem Spiel? Wirklich? Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wenn wir sowas aufschnappen, werde ich das auf jeden Fall versuchen nachzugehen. Ach, und jetzt haben sie es hier hinten wieder zugestellt. Warum konnte man da vorhin hin und jetzt nicht mehr? Du alter Reisliefertruck. Schäfchen, ich habe dich doch gerade gehört. Wo ist Schäfchen? Schäfchen ist weg. Aber wir haben es doch gerade gehört. Schäfchen ist auch kein Geist, sonst hätten wir es jetzt gesehen. Hallo, ich bin wieder da. Ja, du bist zurück, ja? Dann geh einfach in deinen Raum und hör auf, Scheiße zu bauen. Gut, dann gucke ich noch, ob unsere Freundin da ist. Ach, sie hat sich wieder in die Mitte gestellt. Können wir nochmal mit ihr reden? Hallo? Hallo? Nein? Okay. Die Frau möchte nicht mehr mit uns reden. Hat die Schnauze voll von uns. Na schön. Na schön, na schön, na schön. Ach ja, unser Raum ist ja hier vorne. Aufs Klo gehen? Nö, nö, nö. Ausziehen? Können wir uns auch nicht. Ich denke, es könnte... It could be the reason I couldn't date any guys as good. Ich denke, dass ich die ganze Zeit da sitze, am Laptop sitze, könnte der Grund sein, warum ich mich nicht mit Leuten treffe. Schnauze, Linda, sei nicht so negativ. Ich bin so müde, ich sollte mich schlafen legen. Sollte ich jetzt schlafen? Hast du doch gerade gesagt. Ja, schlaf doch mal. Wüsste eh nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Schwer zu atmen. Kann mich nicht bewegen. Darf ich mich noch bewegen? Oh, wer bist du denn? Cooles Charakterdesign. Hallo? Ist hier alles ganz normal? Hä, was ist das? Es ist nah. Es ist verdammt nah. Notizen abgedatet. Boah. Was ist passiert? Es ist so seltsam. Ich sollte aus meinem Raum rausgehen und meine Mitbewohner checken, ob die in Ordnung sind. Kann ich aufs Klo gehen? Darf ich noch Kaka machen? Nein, kein Kaka machen. Nee, ich kann mich auch nicht an den Laptop setzen. Das ist traurig. Ich wollte mich gerade an den Laptop setzen. Geht's Ihnen gut? Miete. Sie muss hier eingeschlafen sein. Okay. Ist das der Doktor aus DBD? Boah, irgendjemand hat hier was anbrennen lassen. Samara, bist du's? Oh, Hülse, Hülse, gruselig. Oh, vielleicht soll ich mal Licht anmachen. Ja, komm, ey, im Dunkeln ist das doch viel schöner. Und ich habe übrigens heute einen Kommentar gesehen. Von wegen, dass man auf ihr Armband gucken sollte. Wenn irgendwas blau leuchtet, ist was auf dem Armband, ist irgendwas Interessantes in der Nähe. Wenn etwas rot leuchtet, sind Gegner in der Nähe. Hallo, geht's dir gut? Ich falle auch immer vom Stuhl, wenn man mich fotografiert. Wie geht's unserer Freundin? Unsere Freundin ist weg. Au, au. Au, au. Es wird hier stärker, oder? Doch nicht gerade eingebildet, dass das da stärker wird. Oder muss ich das fotografieren? Was ist das? Ist da ein Kopf drin? Ja. Also, die Lampe macht ja auch nicht mehr viel Unterschied, sind wir mal ehrlich.
Nee, hier ist es irgendwo hier hinten. Irgendwo da. Aber wir kriegen die Tür nicht. Kann ich fokussieren? Nein, fokussieren geht hier nicht in der normalen Welt. Ich verstehe es nicht. Ich, ganz ehrlich, ich verstehe gerade nicht, was ich fotografieren muss. Verstehst du es? Muss doch hier irgendwas sein. Oder unten. Ich kann nochmal unten gucken, aber... Vorher muss ich auch gleich eine Aufnahmepause machen, aber... Nee, das ist oben. Aber oben gibt's nichts. Hier ist das Erste. Ich kann hier fotografieren, das ist ja nicht das Problem, aber... Sieht das da? Handtücher, immer gruselig. Ein Riss. Ein komplett leerer Raum ist auch sehr gruselig. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was ich fotografieren soll. Hier kann ich auch nicht reingehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere ein bisschen rum und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.